Neue Testament hat 22.000,4 glaube ich, Manuskripte. Keine zwei sind gleich. Gibt sogar Verse von Matthäus. Vers bis zu 4 bis 12 Mal verändert. Eine Vers. Ein Vers bei Matthäus, der 12 Mal verändert wurde? Vielleicht sogar 12,4 Mal? Nur für dich habe ich alles durchgesucht und nichts dergleichen gefunden. Das Krasseste, was ich gefunden habe, war Matthäus 5, Vers 44. Schau mal, da ist mehr textkritischer Apparat als Text. Aber weißt du, wenn man das mal praktisch sieht, sind die ganzen Varianten überhaupt kein Ding. Schau dir das doch mal an. Selbst ohne Handschriftenexperte zu sein, kannst du problemlos erkennen, was der ursprüngliche Text ist. Oben, das ist der Text, den die frühesten Handschriften haben und der auch in unserer Bibel steht. Darunter siehst du verschiedene Versionen. Was weiß ist, ist genau gleich wie bei den frühesten Handschriften. Türkis sind Zusätze in unterschiedlicher Länge, die du so auch im detaillierten Parallelbericht von Lukas 6, Vers 27 und 28 findest. Für die wissenschaftliche Textkritik überhaupt kein Ding, wie die allermeisten Varianten. Lass mich dir 10 Sachen erklären. Die vielen tausend Handschriften helfen wunderbar, solche textkritischen Fragen zu klären. Selbst wenn 10% der Worte eines Textes abweichen würden, und so eine Handschrift gibt es natürlich nicht, würde das bedeuten, dass 90% den Urtext bestätigen. Also selbst die schlechteste Handschrift bestätigt im Endeffekt den Text. Der ursprüngliche Text ist gut und mit enormer Genauigkeit ermittelbar. Die Zusätze stammen aus dem ausführlicheren Parallelbericht in Lukas 6, Vers 27 bis 28. Es ist also nichts Erfundenes. Es ist auch nichts, was irgendwie fehlt. Keine christliche Lehre ist irgendwie verändert. Die Worte sind so oder so Gottes Wort. Und in meiner Bibel steht genau das, was Matthäus geschrieben hat. Und 10. Gottes Wort ist wunderbar. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Aber leider gibt es noch Menschen, die nicht auf die Bibel hören. Weißt du, lieber Hamdi, das ist ja nicht wie beim Zusatz von Sure 33, Vers 6, und er ist ihr Vater. Denn der war in den Koranen von Ibn Masud, von dem Mohammed gesagt hat, lernt den Koran von ihm, Ubay ibn Ka'b, dem Meister des Korans, und außerdem bei Ibn Abbas, At-Tabari, Ikrima, Mujahid ibn Jabr, Arabi ibn Kuthaym. Und jetzt? Jetzt ist der Satzteil völlig aus dem Koran verschwunden. Alle abweichenden Handschriften wurden vernichtet, damit es nur einen Koran geben soll. Eine ganze Lehre wurde damit aus dem Islam getilgt.